Tut mir leid, aber auch das gehört, glaube ich, zum Spiel dazu. Ich habe keine Ahnung. Was das allerdings ist, keine Ahnung. Ich höre es immer, aber nichts tut sich. Eins. Ja, zwei. Man erinnert sich an das Anna-Let's Play. Und weg ist er, der Penner. Außer Jeff. Jeff ist noch da. Jeff ist immer da. Wir haben jetzt null Mana, weil wegen den scheiß Schattenpennern. Alles klar. Und ich würde noch eins von den... Ja, von den Kruzifixen aufstellen. Du bist es aber nicht, ne? Ja, warum nicht? Kann man ja machen. Das ist ein riesen Schatten, den der will. Und ich würde vielleicht eins unten rechts. Ja, ich würde vielleicht eins unten rechts aufstellen. Einfach so, dass ich später überall in der Map verteilt habe. Vielleicht bei den Zelten. Die waren ja da auch irgendwo. Sehen, aber Herzschlag noch okay. Ich gebe mal ein bisschen Fersengeld. Wer hätte ja wirklich oben drauf gewesen die ganze Zeit? Es geht ja auch einmal so drumherum, aber okay. Jetzt sind wir wieder hier. Oh Gott, ich hoffe, ich überlebe es. Am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, wir finden gar nichts. Keine Dietriche, keine Kuhn, keine irgendwas, kein Geld. Aber es ist schon gerecht verteilt, muss ich sagen. Es ist nicht leicht, aber es ist schon gerecht verteilt. Oh, sollte ich irgendwann das Vieh töten können oder getötet haben, dann würde ich, boah, ich würde mich so freuen. Oder ich mache vielleicht lange Folgen und alle zwei Tage. So, was ist hier los? Das hier sieht mir nicht normal... Alles klar, das ist Vieh. Nicht normal aus. Unten oder oben? Ich platziere es unten. Ich würde es aber gerne da bei den Zelten machen, weil dann markiere ich mir damit nämlich auch die Zelte. Wo waren die blöden Zelte? Da hinten waren die Zelte, geil. Nein, wo ist der? Okay, komm, ich mache es hier hin. Das ist ja schon fast so. Und jetzt gehen wir nochmal dahin, einfach nur um zu gucken, vielleicht ist ja da jetzt irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Warte, so sieht es jetzt aus. Ich würde natürlich noch ein bisschen mehr Geld sammeln und einfach noch ein bisschen mehr zu verteilen. Ne. Ne, nicht. Und da vorne kann ich vielleicht die Kiste jetzt auch machen. Ich weiß nicht. Ich habe ja gerade zum Glück mit den blöden Kisten. Zack. Oh, geil. Oh, oh, oh. Ja, hallo? Was geht denn mit dir ab? Ja, das ist ja sehr schön. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Aber warum passiert hier nichts? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich glaube wirklich, das braucht noch was. Bei den einen Dingen haben wir eine Map gefunden und da kamen dann auch Leute. Mit den Dingern hier kann ich ja irgendwie gar nichts machen. Vielleicht auch noch nicht. Keine Ahnung.
Und da vorne haben wir jetzt einen Kruzifix. Sehr schön. Ist hier irgendwas mit dem Wasser vielleicht? So, jetzt können wir uns auf jeden Fall wieder Sachen holen. Tada! Freue ich mich. Da vorne ist unser Kruzifix. Ich kann halt nicht, könnte ich jetzt auf die Karte gucken und weiterlaufen. Könnte ich jetzt so machen, dass ich den anschieße oder anlocke und wirklich dann weiß, aha, hier, da renne ich jetzt in die Richtung vom blauen Kreuz und er wird dann da reinrennen. Das funktioniert halt leider nicht, weil der Charakter bleibt stehen und das Bild freest, wenn ich auf die Karte gehe. So, oben rechts waren wir jetzt noch nicht, aber ich werde erstmal zu... Ich bin mal vernünftig, ich werde erst zurück zum Haus gehen. Von da aus eventuell in die Village und dann mich nochmal ein bisschen einkleiden, einkaufen. Es wird ja langsam. Und es ärgert mich, dass ich die Kiste in der Hütte jetzt nicht aufgekriegt habe. Ich werde es vielleicht nochmal versuchen. Aber das kann doch einfach nicht sein, ganz im Ernst. Boah, die Stimmung, die Hintergrundgeräusche. Mann, wo bist du denn? Es wird schon etwas... Ja. Er ist also in der Nähe vom Haus? So. Ich muss jetzt die blöden Flüsterleute umgehen. Ja, wir gehen drauf zu, okay. Tja, wo er ist, keine Ahnung, ich sehe ihn nicht. Und es ist weg. Dann soll es eben so sein. Ich werde mit noch mehr Kruzifixen zurückkommen irgendwann. Hey, ist hier drunter was? Nope. Schade. Hier was? Nope. Na gut. Dann wollen wir mal. Und der müsste ja jetzt auch wieder speichern dann. Oh! Upsala. Was war das denn? Den habe ich jetzt mitgenommen. Wenn Kruzifix eine Kreatur trifft, können sie vorübergehend auf ihrer Karte die Blitzeinschlagsposition sehen. Das ist immer super. Das ist vielleicht ein bisschen so wie bei Bigfoot dann. Ach ja, stimmt. Außer wenn ich natürlich hier im Dorf bin. Ich bin der einzige Werwolfjäger im Dorf. Boah, mein Herz. So. Wir haben 145. Ja. Ah, Kraft der Natur, Heilpflanzen beginnen. Ja. Ja, ist eigentlich auch ganz gut tatsächlich. Wächtertotem, da haben wir es. Schattenbuch. Schattenbuch. Okay, warte. Eins. Zwei. Drei. Ich mach's so. Zwei Fähigkeiten und das jetzt. Ich zeige euch gleich, ich will noch eins setzen, aber oben links auf der Karte hatten wir, glaube ich, hatten wir oben links auf der Karte eins? Ich glaube nicht, ne?
Ich weiß, ich bin nicht im Stream, ihr könnt mir nicht antworten, aber ich muss es einfach so für mich. Ich sollte aufhören zu spielen. Ich kann einfach nicht. Ich mag das Spiel tatsächlich sehr. So, jetzt Achtung. Na endlich. Hä? Okay, ich habe eine Kanonenkugel. Wieso habe ich die? Ist es eine riesige Stahlkugel, die man aus einer Kanone... Wahrscheinlich kommt das noch. Wahrscheinlich kommt das noch. Und das mit den Steinen wahrscheinlich auch. Okay, alles klar, haben wir das auch gemacht. So, ich guck da mal. Oben links oder unten bei der Village? Ich würde... ich glaube, ich mache das unten bei der Village. Wir haben ja oben in der Mitte noch was. Ja, komm. Obwohl, ach, weißt du was? Ich bin gerade doch ein bisschen faul. Wupp! Eine Kanonenkugel. So, so. Ich würde aber gerne echt das Vieh langsamer killen. Ach so. Ja, so war richtig. Zu den Wäldern reisen. Es gab einen Film, der heißt, glaube ich, irgendwie... Ich glaube, der hieß einfach The Witch oder so. Den wollte ich auch mal sehen. Der spielt auch in der Zeit. Da habe ich einen Trailer gesehen, der sah ganz interessant aus eigentlich. Ja, ich würde sagen... ein bisschen in der Mitte schon. So, und dann müssen wir ihn aber irgendwann mal kriegen, verdammt nochmal. Echt. Ich wünschte, wir ziehen ihn schon mehr ab als zum Beispiel einen Goldman. Aber mit den Zielen ist so schwer und ich wünschte wirklich, dass der mal in so ein Ding laufen würde. Oh nein. Das wäre eigentlich schon, also das wäre schon ganz cool, finde ich. Das wäre eine echt coole Angelegenheit. So. Entschuldigung. Ich setze jetzt hier eins. Los geht die wilde Fahrt. Penner. Ich habe 0 Mana. Deswegen müsste ich eh gleich mal ein paar Leute hier killen. Kann man ja machen. So, ich habe ein Baumhaus gefunden. Das wäre da, wo... hatte ich ja lustigerweise auch ein Kruzifix hingestellt. Ein Baumhaus und oben links, oben ganz links waren wir aber auch schon, oder? Oder? Ne, die Spinnen waren eher mittig. Wieso ziehe ich mich immer nach oben links? Hier ganz unten rechts war ich auch schon. Ich will immer nach oben links. Ich weiß nicht warum. Es fühlt sich an, als hätte ich da noch gar nichts. Als wäre da noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Da war also wirklich nur die Kiste. Und da war die... bei den Zelten. Wirklich nur die Kiste. Die war... lag die schon immer hier? Hä? Warum? Lag die schon immer hier? Oh, Baby. Ich musste das machen, weil ich nicht wusste, ob die besessen ist. Goatman und so. Okay. Seltsam. Sehr seltsam sogar. Okay, was ich jetzt auch mal machen kann, ist... endlich auf diese scheiß doofe Insel gehen, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, war ich da oder war ich da nicht? Und wir können uns eigentlich ja auch irgendwann nochmal teleportieren. Ich hatte gerade mich verfolgen, Ratten. Hallo! So, da vorne ist die Insel. Da hinten ist das Haus. Wie cool das einfach aussieht. Alles klar. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Jetzt finde ich bestimmt voll das heftige Secret hier. Das ist einfach mal das Haus. Das ist ja der Mann, der Kumpelblasenmann. Ah, ne, den habe ich... seitdem nicht mehr gesehen und ich vermisse ihn jeden Tag. Jeden Spieltag hier. Nee.
Hä? Ist das, ist es das? Ist es das? Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Ja. Ja, das ist jetzt nicht so spannend gewesen tatsächlich. Wenn es das denn war. Ah, stimmt, hier war ja der Schädel. Ach, ich kann den benutzen. Ja, das war's. Ich kann den benutzen, dann sagt er, was für ein seltsamer Schädel. Was ist mit dem Nebel jetzt? Ja, das war's. Okay, da war ich da doch. Ganz am Anfang. Das kommt mir vor, als wären das jetzt irgendwie... Als wären es jetzt ein paar Tage her gewesen. Haha, ist es auch für euch, aber für mich tatsächlich nicht. Oh nein. Ich hasse die Flüsterleute. Selbst wenn ich keinen Mana habe, hasse ich die Flüsterleute. Guten Tag, Kreuz. Na, willst du mir helfen? Hm? So, lass mal gucken. Dann gehen wir einfach mal geradeaus und gucken mal, was passiert, ne? Ich weiß, was wir gucken. Ah, da würde ich aber... Ich glaube, ich müsste... Ich habe ich gerade gespeichert. Ich hoffe, ja. Dieses große schwarze Loch. Wo ich mir immer noch denke, konnte ich da irgendwie rein? Das war so seltsam. Ich komme hier schon hoch. Ich komme hier... Ich habe gesagt, ich komme hier hoch. Super. Ich gucke mir mal ein bisschen. War der nicht hier? War der weiße Mann nicht hier? Und waren wir da hinten schon? Da hinten waren wir, glaube ich, auch noch nicht drauf. Ne? Boah, guck mal, man sieht fast gar nichts. Krass. Okay, dann müsste ich hier einmal über das Wasser wieder. Obwohl, da war ich bestimmt, oder? Das haben sie schon schön gemacht alles. Ah, das stimmt, das war das. Da hätte ich Geld gekriegt. Kohle ist meins. Kohle, Kohle, Kohle. Ich singe nicht den Kohle-Song nach, das war mein eigener Kohle-Song und es ging wirklich um Geld. Feuermensch oder Feuer? Oder Speicherstein? Speicherstein ist es nicht. Feuermensch oder was ist das? Hm. Ich guck mir das gleich mal an. Ich gehe nochmal kurz hier hoch. Okay, das brauche ich gerade nicht. Für eine gruselige Stimmung, ey. Jetzt sitzt die Puppe einfach auf dem Berg und denkst du nur so, WTF. Wo war das denn? Wo war das denn? Das war da irgendwo, ne? Da sind die Spinnen. Warte mal. Ich will das schon vernünftig machen. Oh Gott. Oh. Was geht denn mit der? Kommt die einfach? Da kommt die einfach so. Ich weiß nicht, ob das ein... Ich glaube, es ist ein Speicherstein. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Das müsste ein Speicherstein sein. Es sieht ein bisschen danach aus. Hat sich auf jeden Fall die ganze Zeit nicht bewegt. Ist... Warte, guck mal da unten. Da unten ist ein Kollege. Ja, es ist ein Speicherstein. Und um zu speichern, brauche ich Mana. Ja, komm her. Komm her, komm her.
Komm her, komm her, komm her. Komm her. Hier, komm mal her. Ich weiß nicht, wie wär's nochmal, wenn du herkommst. Kannst du mal bitte kommen? Dann nimmt nicht. Meins. Ich sehe so furchtbar aus in der Kamera heute. Ich weiß nicht warum. Ich sehe echt aus wie der Tod. Obwohl ich diesmal nicht meine komische BB-Cream, wo man aussieht wie der Clown irgendwie, drauf habe. Oh, hallo? Hallo? Ja, das ist ja ein neuer Ort. Den finde ich ja sehr gut. Hm. Speichere ich jetzt vorher oder nachher? Ich speichere vorher, weil ich kann es mir gerade leisten. Okay, ich habe gelogen. Aber egal, ich will vorher speichern. Sicher ist sicher. Ja, habe ich doch gesagt. Was ist das denn? Hä? Ah! Voll die Giftblume. Was geht mit der? Hat die einfach Gift in meine Richtung hier? Ist die bescheuert? Ach, guck mal da. Kollege, hallo. Hallo. Was ist denn das hier? Das ist aber schön hier. Ja, das könnte mein neues Zuhause werden. Hier kann ich also wieder mal mein Blut für Mana opfern. Und es war ein komischer Gegner da, den ich vorher noch nie gesehen habe. Einfach mal so, weil warum denn nicht? Kann man ja machen. Hier geht's nicht weiter. Sonst ist hier tatsächlich gar nichts, ne? Keine Kiste? Kein Loot? Ich gehe mal da oben hin. Nur eine Heilung gibt es hier noch? Scheiße, ich glaube, ich weiß schon wieder nicht, wie das aus Display ankommt. Ich mache mir immer zu viele Gedanken. Ah, ja, hallo, hier bin ich. Ach so, guck mal, ich hätte einfach ein Stückchen weitergehen sollen, dann hätte ich das hier gesehen. Oh, sehr schön, dann nehmen wir natürlich auch. Ach, das ist, okay. Schon gut, ich habe nichts gesagt. Dann bin ich wieder gierig gewesen. Wir haben noch als seltsamen Ort dieses schwarze Loch. Ich könnte hier eigentlich noch... Ja, könnte ich hier ein Kruzifix... Ich weiß nicht, ob sich das hier lohnen würde, tatsächlich. Ich habe gerade keinen, aber ich glaube, das wird sich auch nicht lohnen. Weil die Chance, dass er hier oben ist, ist doch sehr gering, oder? Schön hier. Ich habe Bock, mich wieder teleportieren zu lassen. Weil warum denn auch nicht? Kann man ja machen. Aber er läuft in keiner der Fallen. Ja, wow. Das ist, cool. Sehr cool. Langsam werde ich ein bisschen ungeduldig und will ihn richtig jagen. Aber ich fühle mich auch immer noch nicht sicher genug. 62 Münzen. Ich glaube, es wird sich auch... Kann ich mir irgendwas für 60 holen? Ich glaube nicht, ne? 30 Mana auch. Wo bist du? Kannst du nicht einmal von so einem Kruzifix getroffen werden? Einmal irgendwann vorbeilaufen? So. Was wir vielleicht... Nee, unten auf der Karte waren wir auch schon. Waren wir vielleicht... Wir waren auch... Wir sehen ja, wo ich das Kreuz aufgestellt habe, ne? Aber wir waren, glaube ich, nicht ganz rechts. Da waren ja die, ne? Da, wo wir...
das Kreuz aufgestellt haben, waren ja die Zelte. Nee, unten waren die Zelte, stimmt. Ganz oben rechts. Waren wir schon ganz oben rechts? Und dieses Baumhaus hätte ich niemals gesehen, wenn ich da nicht zufällig gelandet wäre. Niemals. Das war so versteckt irgendwie in den Bäumen. Ich hoffe, ich habe noch genügend Plattenplatz übrigens. Ja, doch. Der ist noch nie ausgelaufen, weil ich lösche immer alles sofort. Also nicht sofort, aber wenn es gerendert, hochgeladen und angeschaut ist, dann lösche ich die RAWs immer. Oh nein. Hier sind viele Baumstämme. Oh Mann. Oh Gott, ich sehe die nicht. Und. What? Alles klar. Alles klar, ja, warum denn nicht? Alter, wie sind die denn drauf? Wie sind die drauf? Krieg dich mal ein. Hier war ich, glaube ich, schon. Ich glaube, ich bin auf genau den gleichen Weg hochgegangen. Okay, er ist hier also irgendwo. Ja, geil. Nur wo? Es wird schneller. Beste Voraussetzungen, Jagat. Scheiße. Nein, ich heile mich aber auch tatsächlich etwas höher. Etwas schneller. Oh, was? Oh. Wo bin ich? Wo bin ich denn? Ah, da ganz unten! Oh, willst du mich verarschen? Jetzt nicht schon wieder. Okay. Warte eben. Ja. Das ist wohl auch so ein Teleport-Ding oder so? Keine Ahnung. Ja, geil! Oh, wow! Okay, das finde ich sehr super. Ah, und sonst noch irgendwas drin? Nein? Nee, sonst nicht. Ja, Hammer. Okay, jetzt sollte ich wirklich nicht sterben. Ich würde nach links gehen. Ich muss... Das hat doch bestimmt irgendeiner von den Entwicklern. Irgendeiner von den Entwicklern. Das wäre mir niemals aufgefallen. Hat es doch bestimmt eingesprochen. Mann, der blöde Werwolf. Warum finde ich den Penner nicht? Wo ist der Arsch? Mann, ich war doch gerade so nah schon wieder. Und da bin ich ins Loch gesprungen. Weil da war mir alles egal und dann war es aber doch ganz. Was ist das jetzt? Ja, geil. Ja, so ist ein schöner Tag. Ein wirklich sehr schöner Tag hier. Man findet Sachen. Und man findet trotzdem immer wieder noch was Neues. Das finde ich ganz gut. Ich dachte eigentlich, wir hätten schon alles gesehen. Ja, ich glaube, das ist so lang. Man findet keinen Werwolf. Nope. Wie viel Geld habe ich denn? Ich habe 79 Geld. Und Dietriche. Ich glaube, es gibt nichts mehr. Ich
kann mich jetzt an keine Kiste erinnern, die ich... Wie viele Dietriche habe ich? 13. Ich kann mich gerade an keine Kiste erinnern, die ich noch nicht geöffnet habe. Ich glaube, ich habe jetzt alle... Ich habe alle geöffnet, die ich gefunden habe, oder? Ist das der kaputte Baum? Nein. Allerdings werde ich dann wohl... Oh, das war's. Na, schön. Oh, cool, und Geld. Werde ich vielleicht, wenn jetzt nichts wirklich passiert, dann doch schneiden, bis was passiert, weil wir haben jetzt zu lange solche Strecken einfach schon gehabt. Ist ja so ein roter Mannequin. Dann rennt er einfach so rum. Oder ich mache wirklich eine komplette... Aufnahmepause für heute, weil das echt viel ist und ich noch viel schneiden muss. Wir haben diesen Leuchtestein, also wir haben schon viele Sachen gefunden, die irgendwie special sind für später, denke ich mal. Ich laufe ganz komisch. Guck mal, so wäre richtig. So, wollen wir mal nach Hause und dann können wir noch ein paar Sachen kaufen. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach auf dieses 300-Euro-Ding spare. Weil wir können ja nur, wir finden ja tatsächlich nur begrenzt Geld. Und ich denke mir so, das spawnt ja nicht nochmal nach. Und wenn ich da nichts mehr finde, dann habe ich keine Chance, irgendwie Münzen zu kriegen für Kruzifix oder sonst was. Deswegen wäre es schon eigentlich ganz cool, wenn ich... Ich bin hier. Wenn ich diesen 300 Euro, diesen 300 Geld-Skill habe. Ist echt warm. Warte, so. Scheiße, jetzt will ich doch wieder weiterspielen. Oh Mann! Ich habe ja schon einen Plan. Ma. Okay, ich will das nicht ganz ausschließen. Aber wenn, dann wird es geschnitten sein, bis mal was passiert hier langsam. Also, Werwolf-mäßig. Und vielleicht auch neuer Ort-mäßig, keine Ahnung. Ja, ich kenne den Wald mittlerweile auswendig hier, so wie meine Westentasche. Davon habe ich auch ein Kruzifix. Und hier geht's zurück zum Dorf. Da muss ich gar nicht auf die Karte gucken. Ja, alles klar. Wo? Ach, die. Du kommst nicht hier in mein Dorf, das nicht mir gehört, blöde Kuh. Und danke für das Geld und hier dein Mana. Das finde ich wirklich ganz gut. Ich finde es übrigens auch gut, dass das wirklich nicht zu viele Gegner sind, aber auch nicht zu, also auch nicht zu wenig, hört sich doof an. Also ich finde schon, es ist gut balanciert. So. Aber, so, Taste drücken. Da stecke ich jetzt mal ein und sage, hallo. Ja, fein. Fein bist du. Ja. Vielleicht geht die Abkürzung hier so. Hallo! Hallo! Wer bist du denn? Warum bist du hier die ganze Zeit, du doofe Kuh? Warum guckst du denn so böse und warum schnarcht der hier so hart ab? So, ich bin wieder da. Und ich habe Dietriche, aber ich kann sie wohl nicht einsetzen. So, bei dir, ja, 300 brauche ich. Ich habe 110. Ich brauche 300. Die Frau da hängt auch immer noch. Alles beim Alten, in meiner guten alten Village hier, in meinem tollen Dorf. So. Gespeichert hat er ja eigentlich. Gespeichert hat er eigentlich. Ich mach's trotzdem mal. Ach komm, scheiß drauf. Sicher ist sicher. So. Ich werde jetzt die Aufnahme unterbrechen oder einfach weiterlaufen lassen, um... Ja, ich weiß nicht. Entweder... Seht ihr mich mit neuen Klamotten und ich nehme nach dem, nachdem wir ein paar Tage weg waren, weiter auf und habe alles vergessen. Oder ich nehme es gleich noch ein bisschen auf und schneide aber erst dann rein, wenn was passiert. Einfach nur, damit ich da jetzt nicht wieder so eine Füller-Folge habe. Das ist auch blöd. So, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Bye, bye.